Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge gerade in Thüringen 2. Wir machen jetzt weiter mit 2.0 mit unserem Feld letztes Stück Hafer düngen. War ja nur ein Rest. Mal kurz gucken, wie viel noch ist. Ja, wenn noch die Ecke noch gemacht werden, dann haben wir alles durch. Mission machen wir heute nicht, eine dünne Mission, das ist schon eine Woche reicht. Wir werden ja sehen, ja, mal gucken, wo die Tiere alles haben. Die Tiere werden wir jedenfalls mal nachschauen, ob die alles haben, an Futter und Wasser. Und dann werden wir sehen, was für Arbeit anstehen. Ja, wir machen ein bisschen Holz und verkaufen was, oder erstmal die Geschwindigkeit 5, damit wir ein bisschen vorankommen. Ja, mal ein Stück zurückfahren, um ein Stückchen zu machen da vorne. Das kann man leider hier auf dem Acker so nicht erkennen. Vorne brauchst du hier einen intelligenten Helfer, der entsprechend kurz anfährt. Normalen Helfer ist eigentlich, kann man nicht sagen, ist intelligent. So, dann fahren wir zurück. Etwa die Richtung hier, dann müssen wir alles gemacht haben. Ja, eine Woche vorbei und wir gehen jetzt voll in die Adventswoche rein. Mich heute noch nicht, heute ist noch, ja, Volkstauertag oder so, wie heißt ich, glaube ich. Aber ansonsten, nächste Woche ist Advent. Wenn die Vollen kommen, ist eine Advent und Wochenende. Und allen schönen Samstag. Ja, ich danke nochmal allen, die reingeschaut haben, fleißig geliked haben. Abonnenten auch und natürlich diejenigen, die alle mal einen Kommentar geschrieben haben. Immer gern gesehen. Müsste reichen mal bei den Dünger hier. Ups. Machen wir den zurück. Ja, ne, und so müsste eigentlich, ja, früher Sommer. Ja, ein Tag dauert noch garantiert, bis wir ernten können. Müssen wir sehen, wenn wir unsere Mähdrescher auf den Hof kriegen. Beziehungsweise das Acker. Klingt er aus, passt gut. Er ruckelt ein bisschen. Weil das anfangs muss er den irgendwie aufbauen, den Kerl. Den Shredder Cage. Jetzt gleich eine Kurve hier. Es ist 16 Uhr bei mir, gute Zeit. Ich habe morgen Frühschicht. Blöd. Damit geht es besser. Aber leider mal jede zwei Wochen ist mal ein Wechsel. Und dann ist es mal gut und mal weniger gut, aber das muss schon sein. Ne?
Rückstand ist okay, kann so bleiben. Tanken ist auch nicht. Schauen wir mal, am besten hinpacken. Die werden wir am besten hier in eine kleine Halle reinfahren, hier rechts. So, kräftig nachladen hier. Wenn wir eine Runde fahren sollen erst. Nicht so einfach. Hat besser geklappt. Die Messen sind, haben keine Kollision, da kann man durchfahren. Und ganz gut, sonst hätten wir Probleme hier irgendwie in der Ecke. So, da steht er. So, mal gucken hier, alles gut hier. Neue Halle. Mit Stromanschluss. Ja, das passt schon irgendwie. Gut, hier habe ich ein bisschen Feedback genommen. Ja, hier ist ein Zaun und Luft. Mal sehen, wenn ich Lust und Laune habe, mal irgendwie mal ein bisschen korrigieren. Die Hallen haben auch ein bisschen unterschiedliche Höhen, aber das ist nicht so tragisch. Sollte eigentlich nicht passieren. So, mal gucken, ob noch rumführt. Zugfahrt heute? Nein, heute nicht. Haben wir alles im Hof? Ich glaube schon. Ne. Dann fahren wir auch zurück. Für 9 und für 10. Mal gucken, ob wir richtig hinfahren. Schon. Kleine Karte kann ich noch machen, ne? 3, 10, 12, 9. Nicht. Wasser. Irgendwie glaube ich, ist verkehrt hier, oder? Ich weiß nicht. Ah, doch, richtig. Ja, die 61 wäre eine schöne Wiese, ne? Strohballen, Heuballen, Heu, wettermäßig. Die war immer schlecht im Wetter. Wenn er trocken ist, ja. Könnte man nehmen, ja, heute und Montag, zwei Tage. Tja. Hier. Hier ist der eine durchgefahren, ja. Großbrett. Mitten auf dem Feld. Soll doch die Mission machen mit Soja und dann ist er rübergefahren. Irgendwie. Zum Baum stehen gehen. Brauchen wir die auch nicht. Ja, Holz machen wäre eine Option. Eine Düngemission machen heute wollte ich nicht. Auf den letzten 7 Tage in der Düngemission, mehr oder weniger. Das ist auch zu viel, zu eintönig.
kann die Bauern alleine machen, ne? Wir werden mal zusehen, dass wir den Holz machen und oder die Tiere noch versorgen. Die ersten Tiere versorgen. Vielleicht kaufen wir noch mal Rinder, mal sehen. Geld hätten wir ja ein bisschen. Können wir den Hof sehen von der anderen Seite her? Aber hier haben wir eine neue Zufahrt. Die machen die aber nicht alle voll. Aber da könnt. Pause. So, weiter geht's. Wollen wir weitermachen? Reparatur, Fahrzeug und wegsteuern. Und foltern. Telefon zur ungünstigen Zeit. Aber gut, das ist nicht anders. Tanken wollte ich, Mensch, tanken. Ich wollte gar nicht rückwärts fahren normalerweise. So. Jetzt ist total das Konzept gekommen mit Telefonieren. Vielleicht ein Dieselscham hier, wenn ich die Zapfsäule wegfahre. Klar, Diesel. Was sonst? Haben wir nichts anderes. Wasserstoff haben wir nicht und Strom auch nicht. Mit Benzin fahren sie doch glaube ich noch nicht. Mit Traktoren. So, was haben wir hier? Gleich richtig erwischt hier. Alles repariert. Und vollgetankt. Ne, Zeit laufen. Ich muss ein bisschen abschätzen, jetzt mit Folgelänge, also nicht zu lang und nicht zu kurz. Und dann muss ich den Bett schneiden. Das heißt, die ersten beiden Folgen müssen zusammensetzen. Ups. Verkehrte Ecke. Überleg, ob ich noch Silagebahn kaufe. Ach nee, ne, machen wir nicht. Das ist ja Blödsinn. Aber die Wiese könnte man sich überlegen. Oder wiederum Geld leihen. Silage wollen wir ja sowieso machen mit Mais. Aber das ist aber noch mal weit hin, ne? Nur so ein bisschen was Geräte kaufen für. Na, da kommen wir nicht vorbei. Der Pfeiler ist nicht mit. Da hat Bumpf hinter dem Gegenpferd. So, 1, 2, 3, 4. Ich glaube 4 Düngersteuer. Holz. Auf dem Hof. Wir werden also, lass kurz gucken, mit Tiere kümmern. Das ist mir ganz wichtig. Tiere, machen wir mal Tiere machen. Das heißt, bei der Mu einsteigen. Unser Viehhändler, ja genau, wir haben Tiere gekauft. Kühe, ist leer, ne? Ja.
Das ist mir ganz wichtig. Weil. Immer ganz kurz überlegen. Alt S. Tiere. So. 58. Passt. Unsere Mastrinder, die könnten was gebrauchen. Und zwar Futter. Silage Heu. Mist. Milch haben wir keine. Aber Stroh können wir brauchen, ne? Hier haben wir nur Heu. Müssten wir uns, wir kaufen dann rund. Wir haben jetzt 58 Kühe, glaube ich. Wir müssen ja mindestens auf jeden Fall 100 Stück haben. Das ist schon sinnvoll, ne? Sonst kommen wir ja nicht vorwärts. Wir kaufen mal Rinder, ein paar Kühe. Ein paar Holsteiner und dann werden wir sehen, was wir noch kaufen. Das ist die Silage. Kommen wir durch? Oh, nee, das kann. Fahren wir hier unten lang. Ein bisschen sicherer. In Anführungszeichen. Die drei sollen noch weg und der gelbe auch. Die sollen woanders hin. Ich weiß noch nicht wo. Deswegen lassen wir noch stehen. Und später, wenn ich entscheide, dann kommen die weg. Und ich weiß wohin. Die kosten hier alle Welt, das ist nicht weit tragisch. Schlimmer ist nur, wenn es teuer wird. Ne? Die Ställe oder große Hallen, die werden dann teurer. Oh, ein paar Kühe. Wird es mindestens 100 Stück haben. Dann können wir noch. Ja. Wir müssten eigentlich Heu machen normalerweise. Das Wetter für Heu ist nicht ideal. Also Trockenbedingungen sind nicht berauschend, sagen wir so. Und dann wollte ich, ich wollte ja die Düngerstation und den Saatstation vom Hof nehmen. Da kann man das ja für wieder irgendwo festgerammelt, aha. Alter Laternenfall. Das wollte ich machen. Ich wollte irgendwo wollte ich das Futter kaufen. Das Futter nicht kalt. Bei der Reifeinsatz soll ich gehen. Aber hier Kühe. Ja, okay. Ganz hinten. Eine Schweine nicht. Bram, Bram, Holstein weiblich. Kaum allein mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hätte ich gezählt? 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 24, 25, 25. Hm. Habe ich gezählt? ich glaube 26, glaube ich. Wir haben Mu. Ja,
ab zum Hof, ne? Die Kühe wollen jetzt im Stall. Dann müssen wir noch Futter besorgen. Wasser aufdrehen, ja. Schwer. Oder ein paar Bade, mal hier holen, ne? Mal klauen. So, mal gucken. Den Stall weg ab hier. Machen wir die Innern sich, das sind besser. Ups. Upsi. Fahren wir noch zurück zum Hof. Ah, schöne Halle. Das müssen wir noch ein bisschen gestalten, sagen wir so, dass es ein bisschen anders aussieht. Vielleicht felsenmäßig, ne? So, das ist ein Kuhstall. Logistik. Oh, na ja, gut, okay. Fahren wir hier lang. Normalerweise wollte ich nicht lang fahren. Genau deswegen. Ja, haben wir gar nicht so gut. Dann müssen wir rein in Kuh und dann geht los. Auf die Weide. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Anne, komm mal hoch. Vom Stahl. Jetzt haben wir Schlüssel in den Winter. Ciao, ciao. Ich danke fürs Zuschauen. Danke fürs Liken. Danke für alles. Dann sagt mal tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.